Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie namens der Union-Einkaufsstadt Rohrbach-Berg bei der heutigen Sportberichterstattung am Infokanal sehr herzlich begrüßen. Am heutigen Feiertag bringen wir Berichte von zwei Meisterschaftsspielen der Union-Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Am vergangenen Samstag wurde die 10. Runde ausgetragen. Rohrbach-Berg musste auswärts bei Union Vöckler Markt antreten und ganz aktuell, am heutigen Tag spielte unsere Mannschaft zu Hause das Nachtragsspiel aus der 3. Runde gegen ATSV Lenzing. Wir hoffen, wir können Ihnen wieder die Spannung richtig vermitteln und wünschen Ihnen dabei gute Unterhaltung. Ja, am Samstag, 21. Oktober, musste unsere Mannschaft weit reisen zur Union Vöckler Markt in den Attergau. Vöckler Markt ist der zweite Aufsteiger in die erste Landesliga, kommt aus der Landesliga West. Die Mannschaft hat aber bereits einmal in der zweiten Division gespielt. Fußballzeiten erlebt, war vor knapp 10 Jahren bereits einmal in der zweiten Division, hatte aber nur ein Jahr in dieser Klasse erlebt, ist dann abgestiegen, sogar wieder bis in die zweite Landesliga und hat in der vergangenen Meisterschaft ganz überlegen in der zweiten Landesliga den Landesliga West den Meistertitel erreicht. In der laufenden Meisterschaft geht es ihnen aber nicht so gut wie unsere Elf. Vor dem Spiel lagen sie an 12. Stelle, unsere Elf dagegen an 2. Stelle. Wir sind bereits in der 19. Spielminute, ein abgefälschter Schuss, das gibt einen Eckball, der aber dann nichts einbringt. Thomas Kohlheidel wird hier gefoult. Es gibt Freistoß für Ecke ist Rohrbach-Berg. Joe Kehrer. Herbert Zach. Aber die Aktion hat nichts eingebracht. Jetzt ein Freistoß für Vöckler Mark. Und der Stürmer Bischof von Vöckler Mark schießt knapp am Tor vorbei. Jetzt wieder ein Angriff für Rohrbach. Das Spiel ist bereits 38 Minuten alt. Ja, wieder kein zählbarer Erfolg. Nochmals ein Angriff für Vöckler Markt. Aber Gott sei Dank trifft der Spieler aus Vöckler Markt den Ball nicht richtig. Es bleibt beim 0:0. Eckball für Rohrbach. Es ist bereits die letzte Aktion in der ersten Hälfte. Es war ein Spiel ohne besondere Höhepunkte in den ersten 45 Minuten. Thomas Kohlheidel und in dieser Aktion verletzt er sich. Leider muss er ausscheiden. Eine schmerzhafte Muskelverletzung. Spielertausch bei IKS Rohrbach-Berg für Nummer
7, Tollweibel, kommt mit Nummer 12, Stalinger. Ja, Manfred Stalinger war in den letzten beiden Spielen verletzt, konnte erstmals wieder eingesetzt werden. Und gleich eine gute Chance für ihn, eine Minute, nachdem er ins Spiel gebracht worden war. Klaus Schuster tankt sich durch. Herbert Zach trifft aber den Ball nicht richtig. Keine Gefahr für den Torhüter von Vöcklermarkt. Wieder Manfred Stallinger setzt sich durch. Joe Kehrer. Aber wieder bringt diese Aktion nichts ein. Wir sind in der 60. Spielminute. Ja, und einige Spieler fahren daneben. Gott sei Dank für unsere Mannschaft. Passen Sie jetzt auf. 66. Spielminute. Und Torhüter Vazi Mitzicek nimmt den Ball in die Hand. Es war ein Rückpass. Es gibt indirekten Freistoß für Vöcklermarkt. Eine Fehlreaktion unseres sonst so guten Torhüters. Es wird ihn sicherlich wieder maßlos geärgert haben. Alle Mann versammeln sich im Strafraum. Aber der Freistoß geht Gott sei Dank in die Mauer. Bringt auch diese Situation nicht ein für Vöcklermarkt. Vöcklermarkt hat in der laufenden Meisterschaft überhaupt erst 2 Tore zu Hause erzielt. War in der Fremde sogar etwas besser. Ja, relativ viele Zuschauer waren sogar aus Rohrbach mit nach Vöcklermarkt gefahren. Also unser treuer Anhang war auch da vertreten. Jetzt wieder Manfred Stallinger. Joe Kehrer. Aber schießt den Turm und den Ball genau in die Arme. Anspiel wird hier reklamiert, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Und hier sieht man die Extraklasse von unserem Libero Radek Popelka, wie er sich den Ball im Strafraum herunternimmt. Das Spiel befindet sich bereits in der 86. Minute. Manfred Stallinger. Leider kommt der Turner noch an den Ball. Eine gute Chance für unsere Elf, noch den Siegestreffer zu erzielen, ist damit dahin. Nochmals ein Spielertausch, 4 Minuten vor Schluss circa. Nochmals ein Angriff für Vöcklermarkt. Aber Gott sei Dank trifft auch dieser den Ball nicht richtig. So bleibt es beim 0:0. Noch ein Angriff für Rohrbach. Klaus Schuster. Abseits. Und der Schiedsrichter greift das Spiel ab. Endstand nach 90 Minuten. 0:0 trennen sich Union Vöcklermarkt und die Union Einkaufsstadt Rohrbachberg. Also unsere Mannschaft ist auch auswärts ungeschlagen geblieben, hat einen wichtigen Punkt mitgenommen nach Rohrbach und hat damit für den Donnerstag die besten Aussichten im Nachtragsspiel gegen ATSV Lenzing,
die Tabellenführung zu erreichen. Hier die gesamten Ergebnisse der 10. Runde. Hacker Traun besiegt St. Magdalena mit 4:2. Esternberg trennt sich von Aske Donau 0:0. Austria Tabak besiegt Amateure Steyr mit 1:0. SK Altheim und Atis Valenzing trennen sich mit 1:1. Das Spiel des Spitzenreiters Satlet gegen SK Scherding endet mit einem 0:0 und St. Florian besiegt Christkirchen mit 2:0. An der Tabellenspitze bleibt es unverändert. Satlet führt weiterhin vor EKS Rohrbach-Berg. Dritt ist jetzt Atis Valenzing. Also sowohl Rohrbach-Berg als auch Lenzing haben Chancen, ganz nach vorne zu kommen. Für unsere Mannschaft ist die Chance natürlich riesengroß. Amateure Steyr liegt abgeschlagen schon jetzt. Stellvertreter Edi Honorer, das heutige Spiel bedeutet für unsere Mannschaft die Chance auf die Tabellenführung. Erstmals in der oberösterreichischen ersten Landesliga. Unsere Mannschaft kann aber heute nicht voll, also mit der kompletten Mannschaft antreten. Wer fällt eigentlich heute aus? Na, es ist so, dass der Thomas Dulhöbel leider verletzt ist und wahrscheinlich längere Zeit ausfallen wird. Er hat Muskelfaserriss im Oberschenkel, also das wird wahrscheinlich für die heurige Saison für ihn vorbei sein. Weiters der Stallinger Manfred ist auch leicht verletzt, wird es zwar probieren heute, aber ist eine Frage der Zeit wahrscheinlich, wie lange er durchhalten wird. Der Rest ist eigentlich komplett. Ja, hast du schon was gehört vom Trainer? Wie wird die Mannschaft heute das Spiel anlegen? Ja, es wird sicher so sein, dass wir uns wie bisher immer in die Heimspiele nicht zu offensiv beginnen werden, sondern einfach aus einer gesicherten Abwehr herausspielen werden und den einen oder anderen Konter fallen werden und damit zum Erfolg kommen. Was sagst du überhaupt zur bisherigen Meisterschaft, über das Abschneiden unserer Mannschaft? Ja, es ist natürlich sensationell, muss ich sagen. Ich glaube, dass sich keiner in den kühnsten Träumen erwartet hat, dass wir so weit vorn sind und dass es heute ein Spitzenspiel gibt zwischen Zweiten und Dritten in der Meisterschaft und faktisch um die Tabellenführung geht. Es ist, wie gesagt, sensationell und ich hoffe, dass wir nur im Herbst das so anbringen. Ja, kannst du einen Ergebnistipp auch vielleicht noch abgeben für das heutige Spiel? Es wird sicher sehr schwierig. Die haben eine sehr starke Abwehr. Haben erst, glaube ich, 7 oder 8 Tore gekriegt. Ich hoffe auf einen 1:0-Sieg. Wir haben auch mit einem Unentschieden zufrieden, muss ich sagen. Und ein Tipp, wie wir am Ende der Herbstmeisterschaft und überhaupt am Ende der Meisterschaft liegen werden? Ja, ist auch sehr schwer, weil alles sehr knapp beieinander liegt. Die ersten 3, 4 sind sehr knapp beieinander. Aber wenn wir heute gewinnen und vielleicht am Samstag gewinnen, was natürlich optimal wäre, bin ich überzeugt, dass wir unter die ersten 3 am Ende da stehen. Ja, das war natürlich ein Aufstiegsplatz in die Regionalliga. Das hätte ich natürlich nicht erwartet, aber werden wir sehen, wie die Meisterschaft läuft. Herr Fenfeld, danke fürs Gespräch und ich wünsche dir mit deinen Funktionärskollegen und der gesamten Mannschaft viel Erfolg. Danke. Ja, da haben wir den Bundesrat Magister Gerhard Dussek, der nach seiner Achillessehnenriss schon wieder auf der Sportanlage zu Besuch ist. Er hat ja vor 2 Wochen beim Ehrenanschluss, beim Einlaufen, sich diese Verletzung zugezogen. Wir sind froh, dass wir ihn schon wieder unter uns sehen können und er sich nicht im Krankenhaus dieses Spiel anschauen muss. Ja, es ist natürlich voller Stress gewesen, für diesen heutigen Sportbericht dieses Spiel zusammenzuschneiden. Wenn es ein paar Unzulänglichkeiten gibt, mögen Sie das bitte entschuldigen. Wir haben da die 2 Mannschaften von Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Die Mannschaft spielt in grünen Leibchen und schwarzen Hosen und vom ATSV Lenzing Modal. Die haben am Nationalfeiertag am 26. Oktober das Nachtragsspiel aus der 3. Runde ausgetragen. Nummer 4, Linda Vergaus. Nummer 5, Sterlinger Manfred. Nummer 6, Jana Josef. Nummer 7, Hirnstock Markus. Nummer 8, Auerhorst. Nummer 9, Schuster Klaus. Nummer 10, Richt Wendern. Nummer 11, Stach Herbert, Kapitän. Nummer 12, Hauer Wolfstein. Und Nummer 13, Achmüller Klaus. Nummer 14, Achmüller Vermarkt. Ja, da haben wir die Aufstellung gehabt, der Union Einkaufsstadt Rohrbach-Berg. Leider hat die Mannschaft auf den Torjäger Thomas Dulhöbel verzichten müssen. Der hat sich im letzten Spiel ja verletzt, wie wir im Bericht zuvor ja gesehen haben.
Da liegt am Boden ein Spieler aus Lenzing, Wolfgang Wolanek, der früher beim LAS gespielt hat. Ja, die Mannschaft hat vorsichtig begonnen, oder beide Mannschaften haben vorsichtig begonnen. Es war ja ein Duell um die Tabellenführung zwischen Zweit- und Drittplatzierten in der ersten Landesliga. Ja, kurzer Seitenblick auf die Bundesstraße. Ein Angriff von Lenzing. Ja, der Spieler ist ziemlich freigestanden, hat aber Gott sei Dank nichts daraus machen können. Wieder ein Angriff vom ATSV Lenzing. Horst Auer wird hier gefoult. Und für den Spieler aus Lenzing gibt es die gelbe Karte. 24-10. Herbert Zach. Ja, und er kann leider diese gute Chance nicht nützen. Erstmals aus der Position hinter dem Tor auch gefilmt. Er hat es schön gemacht, aber leider den Ball über das Tor gehoben. Nochmals eine Ansicht hinter dem Tor. Und jetzt, nach ca. 35 Spielminuten, ein Ladenschuss von Klaus Lindorfer. Wir sehen diese Aktion nochmals. Ein Freistoß wird abgespielt, Klaus Lindorfer zieht ab, der Tormann rührt sich überhaupt nicht. Anschließend hat aber der Schiedsrichter auf Abseits entschieden. Chuck Herrer ist Abseits gestanden. Schade, dass der Schuss von Klaus Lindorfer nicht früher ins Tor gegangen ist. Das war die größte Chance bis dorthin. Jetzt haben wir einen Freistoß für ATSV Lenzing. Aber dieser Bildschnitt war eher um den Trainer der Union-Einkaufsstadt Trorbach Berg, Franz Lanzersdorf, ins Bild zu bringen. Er hat leider eine ersatzgeschwächte Mannschaft an diesem Tag nicht zur Verfügung gehabt. Thomas Dohlhäubl verletzt. Wahrscheinlich fällt er für den Rest der Meisterschaft im Herbst aus. Ja, und nach der ersten Halbzeit, knapp vor Ende, ist es noch immer 0-0 gestanden. Angriff für Lenzing, aber Markus Hirnschrott kann hier das Erste verhindern. Ja, und jetzt haben wir den Halbzeitpfiff. Also nach 48 Minuten hat der Schiedsrichter zur Halbzeit gepfiffen. Halbzeitstand 0-0. Schade, dass die guten Chancen, die sich in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit geboten haben, nicht zu einem Treffer genützt werden konnten. Ja, hier haben wir Thomas Dohlhäubl, der einen Muskelfasereinriss im Vöcklermarkt erlitten hat und wahrscheinlich für den Rest der Herbstmeisterschaft ausfallen wird. Es sind ja nach dem heutigen Spiel noch 3 Spiele zu bestreiten. Schon kommenden Samstag geht es zu Hause gegen Austria Tabak und dann in 2 Wochen haben wir das letzte Heimspiel gegen USV Thurn Esternberg. Ja, gegen Ende der ersten Halbzeit hat sich auch Klaus Lindorfer verletzt, er konnte aber in der zweiten Halbzeit weitermachen. Spule, Doppeltausch, gell? Ja, nach 53 Minuten kommt es zu einem Doppeltausch bei der Union Einkaufsstadt Trorbach-Berg. Manfred Fuchs und Manfred Stallinger verlassen das Spielfeld. Für diese beiden kommen Klaus Atzmüller und Marc Atzgersdorfer. Hier haben wir Marc Atzgersdorfer mit der Nummer 14 und hier haben wir Klaus Atzmüller.
Angriff für Rohrbach. Aber kein Problem für den Torhüter vom Atis von Lenzing. Jetzt ist Lenzing im Angriff. Aber Gott sei Dank. Unser Torhüter Václav Mucicek war noch mit den Fingern am Ball und kann das Ärgste verhindern. Das war sicherlich die größte Chance für Lenzing in diesem Spiel. Wir zeigen auch den nachfolgenden Eckball. Oh, dieser Schuss geht weit über bzw. neben das Tor. Wir sind in der 66. Spielminute. Foul an Kapitän Herbert Zach. Es gibt Freistoß für Ecke Swerbach-Berg. Ja, zum Freistoß machen sich Kapitän Herbert Zach und Radek Popelka bereit. Herbert Zach führt den Freistoß aber dann aus. Bringt den Ball leider nicht über die Mauer. Der Nachschuss geht ebenfalls neben das Tor. Wieder Angriff für Rohrbach, ein Foul an der Mittellinie. Ein taktisches Foul. Es gibt dafür die gelbe Karte. Horst Dauer. Wieder Herbert Zach. Klaus Atzmüller, ein schöner Schuss. Aber der Torhüter kann diesen Ball arretieren. Oder Horst Dauer. Das war nicht der Schütze. Wieder mal aus der Hintertorposition. Ja, der Torhüter war auf dem Posten. Jetzt bekommt Klaus Atzmüller für Halten die gelbe Karte. Es war die einzige gelbe Karte in diesem Spiel für einen Spieler von unserer Mannschaft. Ja, jetzt sind wir bereits in der 80. Spielminute. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Markus Hirnschrott, der kämpft sich das Leder. Ja. Der Schuss fällt nicht so stark aus, aber die nachfolgende Szene. Aber wie man ganz kurz gesehen hat, der Spieler hat den Torhüter gar nicht berührt. Hier entscheidet der Schiedsrichter auf Foul an Marc Atzgersdorfer. Er hat die Situation wahrscheinlich nicht so gut gesehen wie hier mit der Kamera. Es gibt Freistoß wieder für Ecke Swerbach-Berg, den Libero Radek Popelka ausführt. Pardon, es hat Kapitän Herbert Zach geschossen. Freistoß hat aber nichts eingebracht. Markus Hirnschrott wird hier gefault, wieder Freistoß für Ecke Swerbach-Berg. Aber das wäre die richtige Distanz für unseren Freistoß-Spezialisten Libero Radek Popelka. Aber war nicht platziert genug. Wir sehen diese Aktion nochmals auch aus der Hintertorposition. Ja, wir haben bereits 90 Minuten erreicht. Das Spiel befindet sich bereits in der Nachspielphase. Ja, Klaus Schuster kennt sich das Leder. Marschiert vom eigenen Strafraum bis in den gegnerischen Strafraum, hat aber den Ball leider am falschen Fuß. Und so kommt aus dieser Aktion nichts heraus. Es bleibt nach 90 Minuten bei einem restlich gerechten 0:0.
wollen den Referenten recht herzlich für den Besuch und würden uns freuen, am Samstag um 14:30 gegen Austria der Bach wieder hier als Besucher bei uns zu sehen. Danke schön an alle Zuschauer, für das Ja, 900 Zuschauer waren bei diesem Spiel anwesend. Die Union Einkaufsstadt Röbach-Berg bedankt sich bei diesen Zuschauern und würde sich freuen, sie bereits in 2 Tagen wieder begrüßen zu dürfen. Es hat ein zweites Nachtragsspiel in der ersten Landesliga gegeben. Askeldona Linz hat auswärts bei Amateure Steyr mit 8:1 gewonnen, also ein echter Kantersieg. Die Tabelle jetzt vollständig. Nach 10 Runden schaut sie so aus. Sathlet ist Tabellenführer vor Union Einkaufsstadt Röbach-Berg. Röbach-Berg hat die um ein Tor schlechtere Tordifferenz, ist aber damit an bester Stelle. Also wir können sehr zufrieden sein mit dem Abschneiden unserer Mannschaft. ATSV Lenzing bleibt damit weiter Dritter, hat 2 Punkte Rückstand. Der Gegner am Samstag, Austria der Park, liegt an 10. Stelle. Ja, und ganz abgeschlagen, letzte ist Amateure Steyr. Mit 2 Punkten. Für diese Mannschaft wird es bereits eng. Weitere Informationen über den Sport in Röbach können Sie wieder am Infotext ab den Seiten 200 lesen. Unter anderem auch das Ergebnis der Reserve. Die hat am heutigen Tag gegen ATSV Lenzing mit 2:1 gewonnen. Bildbericht kommt kommende Woche. Und damit verabschieden wir uns wieder und würden uns freuen, Sie nächste Woche wieder auf unserem Infokanal beim Sport begrüßen zu dürfen. Guten Abend.